Mein Name ist Frank Hetzer, ich bin am Zürichsee in Männedorf aufgewachsen und arbeite jetzt als Chirurge hier in Zürich an einer viszeralchirurgischen Praxis an der Bellaria-Straße. Als Viszeralchirurge operiert man im Bauchraum, zum Beispiel Gallenblase mit Gallensteine, Dickdarmkrebs, Dickdarmdivertikel. Und mein Spezialgebiet in diesem Bereich ist dann nochmals die Beckenbodenschwäche, dort Senkungsprozesse oder auch funktionelle Störungen. Zur Chirurgie, dort hat mir meine erste Erfahrung mit der klinischen Medizin in Samaden geholfen. Ich habe dort eine sehr schöne Zeit erlebt, einerseits fachlich mit vielen Unfällen, mit elektiven Eingriffen, aber andererseits auch die Umgebung, das Engadin. Dort ist die Liebe zur Chirurgie entstanden. Es gab drei Personen, die mich wirklich auf meinem Weg geprägt haben, denke ich. Das war Professor Latscher, der am Universitätsspital, und Professor Lange am Kantonsspital St. Gallen. Sie beide sind für mich Vorbilder. Sie waren Tag und Nacht für ihre Patienten da. Man konnte sie jederzeit rufen, wenn man selber in Schwierigkeiten war. Ich glaube, bei diesen zwei Herren habe ich nie erlebt, dass sie mal einen Tag nicht an der Klinik waren. Und die dritte Person ist Professor Norman Williams in London, bei dem ich ein Jahr lang arbeiten durfte und der mir dann den letzten Schliff gegeben hat für die Beckenbodenchirurgie. Der Kontakt zum Patienten hat sich in der letzten Zeit in meiner Karriere auch gewandelt. Am Anfang als junger Facharzt in einem großen Haus ist das ganz anders als jetzt als niedergelassener Chirurge. Jetzt ist es mir sehr wichtig, dass ich den Patienten von Anfang an betreuen darf bis nach der Operation und dass der Patient nicht zu mir kommt wegen meiner fachlichen Kompetenz, sondern schlussendlich, weil eine Vertrauensbasis vorhanden ist. Am Herzen liegt mir eigentlich die Zusammenarbeit mit Kollegen in der Medizin, aber ich schätze es auch, und das hat sich durch mein Leben gezogen, wenn ich dann mal weg bin von meinem Beruf, dass ich dann andere Menschen kennenlerne, die andere Berufe haben, und dass ich da auch etwas Einblick bekomme. Ich habe immer versucht, von der Medizin auch etwas Abstand zu bekommen. Wenn ich nicht in der Klinik arbeite, wenn ich meine Freizeit genießen darf, dann ist das immer etwas von Jahreszeiten abhängig. Im Sommer bin ich auf dem Tennisplatz und im Winter genieße ich vor allen Dingen das Engadin. Dort betreibe ich viel Wintersport und genieße halt die Berge. Das Engadin ist für mich wie eine zweite Heimat geworden. Seit ich dort meine ersten Schritte in der Medizin getätigt habe, im Spital Samaden, bin ich eigentlich jedes Jahr wieder dorthin zurückgekehrt. Dort liebe ich halt die Landschaft, die Berge, aber auch die Weite des Engadins. Ich gehe gerne wandern. Ich genieße die Abende im Winter bei einem gemütlichen Fondue oder bei einem Spiel mit der Familie.